US-Präsident Donald Trump wird am Dienstag die Stadt Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin besuchen. Dort kommt es nämlich immer wieder zu Protesten. Ein weißer Polizist hatte bei einer versuchten Festnahme den Afroamerikaner Jacob Blake mit mehreren Schüssen in den Rücken aus kurzer Entfernung schwer verletzt. Trump hatte daraufhin Truppen der Bundesregierung in die Stadt entsandt, um gewaltsame Proteste zu unterbinden.